Hallo meine Lieben, liebe Grüße aus Bayern vom Ammersee. Hier ist der Stefan mit einer neuen Ausgabe. Mein neues Projekt, wie der ein oder andere schon mal vielleicht gesehen hat, Schlagzeilen. Ich suche mir ganz spontan aus den wichtigen deutschen Tagesblättern und auch manchmal ausländischen Tagesblättern oder öffentlich-rechtlichen Schlagzeilen, die mir heute ins Auge fallen, die mich ansprechen bzw. die mich interessieren. Und lese die vor und gebe ein bisschen noch einen Kommentar dazu ab. Verlinke die entsprechenden Seiten zum Nachlesen für euch dann unterhalb des Beitrags. Und ja, und viel mehr ist es auch nicht. Es ist halt so, dass es genügend politische Blogs, die sich jeweils meistens aber dann mit einem Thema beschäftigen, online gibt. Und ich muss da jetzt im Moment auch nicht in dieselbe Kerbe schlagen. Ich habe nur gedacht, okay, es kommen ja jeden Tag viele Schlagzeilen. Und zu dem Thema Schlagzeilen möchte ich vielleicht noch sagen, das sind ja normal oder auch die Headlines und die Subheads, also die Unterschriften, die ich ja halt wie gesagt vorlese, die sind oder sollten zumindest mal aus journalistischer Sicht quasi das umreißen, was dann im Beitrag dann auch zu lesen ist mit vielen Details etc. pp. Ja. Und mir ist halt aufgefallen in letzter Zeit, oder eigentlich schon seit Jahren, dass man sich auf diese Annahme nicht verlassen sollte, dass die Headline, wenn sie denn da so steht, genau das denn auch meint im Artikel. Es ist manchmal auch so, dass man den geneigten Leser in die Irre führen will. Meistens dann die Leser, die man selber nicht ganz so mag. Aktuell würde ich mal sagen, die meisten Grünen oder meisten Journalisten sind eher grün angehaucht und wollen dann mit irreführenden Headlines auch mal die ihnen nicht so genehmen Rechten oder Konservativen oder AfDler, was auch immer, ein bisschen in die Irre leiten, in der Hinsicht, dass sie quasi das Gegenteil dessen in der Headline stehen haben, was sie denn im Artikel unten dann quasi meinen. Und in der Hoffnung, dass der eine oder andere halt unangenehme rechte, konservative AfDler dann auf die Headline reinfällt und das dann vielleicht auch postet, am besten natürlich mit dem entsprechenden ganzen Beitrag und dann natürlich auf die Nase fällt, wenn dann genau sowas passiert ist, dass er sich auf die Headline bezieht und im Text dann steht dann etwas völlig anderes, ja. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich werde aber mal gucken, ob ich was finde demnächst. Aber nur Verdeutlichung, in der Headline steht, der Himmel ist blau, es ist schönes Wetter, es ist warm. Ja, so, und dann sagt jemand, oh super, ja, und schreibt das, dass der Himmel ist blau, das Wetter ist schön und es wird warm. Aber unterhalb der Headline und der Subhead steht dann, nein, es wird in nächster Zeit kühl bleiben. Und Klimakatastrophe, was weiß ich, wer dafür schuld ist, dass das Klima verrückt spielt oder wegen mir auch nur eine sehr unwahrscheinliche oder zur Jahreszeit eher unübliche Temperatur oder Wetterlage herrscht. Ja, und insofern wäre dann derjenige, der auf die Headline dann sich bezogen hat, der Gelackmeierte, wenn er das dann rausposaunt hätte und viele lesen das und sagen, ja, du, wieso schreibst du, das Wetter ist blau und es ist schön und es ist warm, im Text steht was völlig anderes, kannst du nicht mal lesen, ja, okay, und so, solche Geschichten passieren, finde ich, gar nicht so selten mehr. Es ist im Prinzip eine miese Taktik von Journalisten, okay. Aber okay, jetzt habe ich ein bisschen viel vorgelabert. Wir starten dann heute mit der entsprechenden Schlagzeilenvorlesung meiner einer, okay? So, dann starten wir mal heute mit dem Microsoft-Netzwerk, also dem MSN.com.
Bereich im Internet. Microsoft ist natürlich immer von der Auslegung her sehr aus amerikanischer Sicht, ist klar. Mal gucken, was ich da heute so finde. Okay, nächster Schock aus Karlsruhe. Für die Ampel stehen neue Milliarden. Ich nehme an, auf dem Spiel, ja, aber okay. Jetzt gehe ich mal noch weiter runter. Okay, dann würde ich mal sagen, der wird mich jetzt interessieren. Im Ministerium umstrittener Bericht zu Muslimfeindlichkeit bald wieder online. Ja, jetzt müsste er natürlich aufgehen, was er leider nicht tut. Vorführeffekt. Okay, da haben wir es aber. Wegen eines Gerichtsentscheids hatte das Innenministerium einen Bericht über Muslimfeindlichkeit in Deutschland zurückgezogen. Nun soll der Report in überarbeiteter Form bald wieder abrufbar sein. Das finde ich interessant. Der Bericht eines Expertengremiums zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland, den das Bundesinnenministerium zuletzt zurückgezogen hatte, soll rasch wieder zugänglich sein. Es ist geplant, dass der Bericht auf der Webseite der Deutschen Islamkonferenz veröffentlicht wird, sagte ein Ministeriumssprecher dem Spiegel. Der Publizist Broder, der in dem Mitte 2023 veröffentlichten Papier in Zusammenhang mit Muslimfeindlichkeit erwähnt worden war, hatte vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg geklagt und Recht erhalten. Broder war vorgeworfen worden, Muslime in einem seiner Artikel pauschal dämonisiert zu haben und so weiter. Okay, wer ihn nicht kennt, Hendrik Broder, ist einer der Protagonisten auch von Ach Gut. Und das wird dem rechten Spektrum zugeschrieben. Und ihr wisst ja vielleicht, rechts bedeutet ja allgemein mittlerweile mehr wie nur rechts, also wie konservativ, ja, sondern man schmeißt rechts und rechtsradikal und rechtsextremistisch und Nazi, was besonders interessant ist, in einen Topf. Und in dem Zusammenhang sind natürlich alle, die dem rechten Spektrum entsprechend zugeordnet werden oder werden sollen, versucht man dann zu diskreditieren. Anscheinend ist das da passiert, dass man ihn pauschal quasi unterstellt hat oder beziehungsweise, dass er pauschal kritisch oder muslimfeindliches geäußert hätte. Und somit hat er natürlich zu Recht geklagt, weil das natürlich entsprechend einen Schaden seiner Reputation oder seines Namens beinhaltet. Was dabei noch interessant ist, es ist, glaube ich, nur das erste Mal, dass Frau Faeser und Co. versuchen, mit ganz sauberen Maßnahmen bestimmte politische Strömungen oder Einzelpersonen zu diskreditieren, was eigentlich einem Staat, zumindest nach meinem Verständnis, überhaupt nicht zusteht. Ja. Also die Neutralität eines Staates geht über allen Spektren, sofern sie nicht demokratiefeindlich sind, was ja mittlerweile auch schon ganz schnell mal als Namen genannt wird. Ja, ich erwarte normalerweise von einem Staat, von einem Ministerium Neutralität. Punkt. Ja. So viel jetzt dazu. Ich gehe weiter. Wie gesagt, ich verlinke alles zum schön brav zum Nachlesen für euch. Ah, da bin ich bei der Saarbrücker Zeitung. Okay, Anzeige will ich keine lesen. Was haben wir da? Mal gucken. Ja, das sind jetzt die Lokalnachrichten. Die interessieren mich jetzt eigentlich weniger. Da gehen dann auf die übergeordneten Nachrichten. Okay. Naja, das ist das alles bestimmte Thema im Moment. Tauruslieferung. Ja. Bundestag stimmt erneut über Tauruslieferung ab. Die Union will es im Streit über Marschflugkörper an die Ukraine nochmal wissen. Ja? Dass ihr Antrag auf Lieferung des Taurus eine Mehrheit bekommt, ist aber immer unwahrscheinlicher geworden. Okay, gut. Unten drunter steht dann gleich noch weiteres treibend will ich nicht sagen, aber kriegsdarstellendes Geschreibsel. Krieg gegen die Ukraine, so ist die Lage. Also die Lage brauchen wir eigentlich gar nicht weiterlesen, ja. Wobei ich es jetzt nicht hier im Speziellen weiß, wie die Saarbrücker Zeitung das beurteilt, aber ich glaube, seit anderthalb Jahren gewinnt die Ukraine
den Krieg und verliert die Putin-Russland, wie man so schön sagt, den Krieg. Und ja, was ich damit sagen will, was diesen Ukraine-Krieg betrifft, braucht man eigentlich die offiziellen Nachrichten gar nicht mal lesen. Das ist reine Propaganda. Ne? Hier wie drüben auch. Ne? Ich gehe nicht davon aus, dass in Russland zum Beispiel neutrale Berichte rausgehauen werden von den jeweiligen Journalisten dort, aber wir sollten nicht so tun, als ob es bei uns so wäre. Im Gegenteil. Also ich lese im Prinzip nicht gerne Sachen, von denen ich vorherein weiß, dass sie mich belügen. Deshalb lese ich da die Sachen jetzt auch nicht weiter vor. Ich gehe aber nochmal hoch zu Taurus. Taurus bestimmt im Moment. Also die Causa Taurus bestimmt alles. Taurus ist halt ein Marschflugkörper, der aus Deutschland oder in Deutschland entwickelt worden ist und entsprechend seiner Reichweite halt auch für Russland oder für Moskau, ja, für den Kreml gefährlich werden könnte. Meine Meinung dazu kennt der ein oder andere schon. Deutschland hat eine historische Verantwortung. Das ist mir auch als Schüler schon eingebläut worden und vielen von euch auch. Nie wieder darf Krieg von deutschem Boden ausgehen. Da hat sich nichts dran geändert. Da stehe ich auch dazu. Wir sollten, wenn es schon die anderen gerne machen, die Spirale weiter eskalieren zu lassen. Wir sollten uns dann mit dran beteiligen. Ja. Ist meine Meinung, wie alles, was ich hier sage. So, gehe ich mal weiter. Dann wären wir hier beim Fokus auch, also super, wir sind wirklich in einer Vor-War-Ära angelangt. Ich sehe ja nur noch Kriegsbilder. Ah ja, Munitionsmangel vor russischem, also Institut warnt wegen Munitionsmangel. Mangel vor russischem Durchbruch. Russland ist aufgrund des weiterhin eklatanten Munitionsmangels der Ukraine an den meisten Frontabschnitten in der Offensive. Der ISW warnt zudem vor möglichen Überraschungsangriffen und sieht die Gefahr eines Durchbruchs. Die Entwicklung der Nacht im Überblick, wie gesagt, da gehe ich gar nicht drauf ein, weil diese Entwicklung, die sie uns so darstellen, der glaube ich einfach nicht. Ja? Was soll ich sagen? Ja, also wenn man so lange massiv belogen wird, ja, und auch während Corona, ja, und in anderen Bereichen auch, ja, und dann ist dann irgendwann auch beim kleinen Stefan dann der Zeitpunkt, wo er sich das Ganze nimmer reinziehen möchte. Aber was hier interessant ist, was mir auffällt, es steht hier, dass die Russen möglicherweise durchbrechen könnten oder Geländegewinne, wie man so sagt, ja, oder Erfolg erzielen könnte wegen Munitionsmangel der Ukraine. Also ohne jetzt da zu stänkern, ich glaube, die Ukraine hätte keine 3 Monate durchgehalten. Denkt dran, also 2022, Februar ist der Krieg begonnen und ich hätte damals vermutet, der geht nicht lange, aber der Westen hat dann relativ schnell geliefert, Waffen, Munition etc. pp. Und so wurde der Krieg in die Länge gezogen. Ja? Soweit ich weiß, gab es 2022 schon Friedensverhandlungen an Boris Johnson oder mögliche Friedensverhandlungen. Man hatte sich auf bestimmte Eckpunkte geeinigt und ein Boris Johnson ist aus England rübergeflogen und hat das Ganze vereitelt. Kann man alles nachlesen, will man heute nicht drüber sprechen. Seitdem sind viele tausend Menschen gestorben und das ist genau das, was mir hier fehlt. Es ist hier nicht die Rede von den großen Verlusten, die natürlich die Russen hatten, aber natürlich auch, und denen tut es mehr weh, die Ukraine hat ein massives Problem, Manpower zu erhalten, beziehungsweise die Verluste irgendwie zu ersetzen. Ja? Russland hat da weniger Probleme. Natürlich gibt es hier wie da die Möglichkeiten Söldner, dazu braucht man Geld. Gut, wir geben der Ukraine ja viel Geld. Also der ganze Westen pumpt ja seit Kriegsbeginn viele Milliarden rein. USA hat jetzt mal gesagt, nee, machen wir nimmer. Nimmer einfach so, sondern wir liefern halt noch Waffen, aber die bezahlt ihr dann. Ja, ist ja euer Krieg. Ja, soweit ich das noch weiß, vor einigen Wochen habe ich gelesen, dass die Ukraine allein in Deutschland an Flüchtlingen, also ukrainische Flüchtlinge, männliche ukrainische Flüchtlinge, die sich in Deutschland aufhalten, sind es mehrere Divisionen. Ich glaube 14 Divisionen.
Also über 200.000Waffen und wehrfähige Männer, ukrainische Männer, sind bei uns, wollen nicht in den Krieg, was ich verstehen kann, absolut nachvollziehbar. Und ja, die fehlen aber den Ukrainern natürlich in der Ukraine. Und da finde ich es auch schon interessant, dass wir dann überlegen, ob wir nicht vielleicht Taurus-Marschflugkörper schicken können, die, soweit ich jetzt weiß, nur mit deutschen Spezialisten, also sprich deutschen Soldaten, die dann ja mitgeliefert werden, bedient werden können. Und insofern liefern wir dann die Manpower möglicherweise. Ihr wisst ja, wenn erst einmal dieser Damm gebrochen ist, dass auch nur eine Handvoll oder 100 Leute oder ich weiß nicht, wie viel man dazu braucht, deutsche Soldaten abkommandiert werden, ja, in ein Kriegsgebiet. Wenn dieser Damm gebrochen ist, dann kommen noch mehr wie 100, ja, dann kommen vielleicht 1000 oder 2000 oder 5000 und die Franzosen haben ja auch schon mal gesagt, unter Macron jetzt, ja, war ja auch ein kleiner Aufreger, dass man eventuell auch Manpower schicken kann in die Ukraine gegen die Russen, ja. Wenn dieser Damm gebrochen ist, dann haben wir einen dritten Weltkrieg, einfach mal so, ne? Ja, kann man sich drauf freuen, ja. Das war jetzt natürlich von mir makaber und Sarkasmus, ja. Was anderes fällt mir da auch nochmal zu ein. So, was haben wir hier? Die Taz. Der gekränkte Putin, ja, vor der Wahl. Bis zum Sonntag lässt sich Amtsinhaber Putin in einem mehrtägigen Wahlevent als Präsident bestätigen. Wie wurde er zu dem, der er heute ist? Fällt eigentlich auch unter die Kategorie, brauche ich auch nicht lesen, schon gar nicht von der Taz. Ja, das wird alles auch propagandistisch entsprechend aufbereitet sein. Ich weiß nur, dass ein Boris Reitschuster, den ihr vielleicht kennt, ein guter Journalist, den man aus dem Bundessprecher-Presseclub rausgeschmissen hat, weil er kritische Fragen gestellt hat, der hat ja lange Jahre in Russland gelebt und gearbeitet und der ist natürlich auch, und das heißt natürlich, er ist kein Freund von Putin. Er sagte, es ist eigentlich jemand, der, den man als Stalinisten bezeichnen könnte, der eine KGB-Schule durchgemacht hat, ja, und der, ja, man könnte sagen, kalter Krieger ist, ja, aber nichtsdestotrotz wird er. Konnte man noch letzte Woche oder konnte ich noch letzte Woche nachlesen, wird er von seiner Bevölkerung, also von den Russen, in diesem Krieg unterstützt. Also das hat man auch versucht, am Anfang zumindest mal ihn quasi so allein stehen zu lassen. Ja, also die Russen wollen das ja gar nicht und so weiter. Nee, das stimmt nicht ganz. Die Russen stehen hinter ihrem Präsidenten, weil sie möglicherweise auch einer Propaganda der Putin-Regierung auf gelegen sind, aber ja, wir tun dafür einer westlichen Propaganda gerne mal auf den Leim gehen, die meistens von den Amerikanern, soweit ich das beurteilen kann, halt auch ein bisschen mitgesteuert wird. Okay, das wäre das hier. Wie gesagt, alle Artikel werden von mir noch verlinkt. Frankfurter Allgemeine. Warum investieren deutsche Unternehmer lieber in den USA? Ich gehe mal noch kurz runter, was es sonst noch gibt. Rechtspopulist Walders wird nicht Regierungschef. Okay. Er habe nicht, also, ja, mit wem kann man den Walders vergleichen? Ich weiß nicht, mit Höcke oder so oder Alice Weidel, keine Ahnung. In jedem Fall. Ist es wohl so, ich gehe mal kurz drauf. Er habe nicht die Unterstützung aller Parteien in der Koalition, sagt der niederländische Rechtspopulist Walters, ist der Weg nun frei für eine echte Regierung. Ja, was bedeutet in dem Zusammenhang echte Regierung für die Frankfurt Allgemeine Zeitung? Weiß ich nicht. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders wird nach eigenen Worten trotz seines Wahlsiegs, das darf man nicht vergessen, im November nicht Regierungschef.
Ich kann nur Ministerpräsident werden, wenn alle Parteien in der Koalition dies unterstützen, schrieb Walters am Mittwoch im Online-Dienst X, also Twitter. Dies sei nicht der Fall, fügte er ihm mit Blick auf die seit Monaten andauernden Koalitionsverhandlungen hinzu. Die Liebe zu meinem Land und meinen Wählern ist größer und wichtiger als meine eigene Position und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich richtig, seine Entscheidung, wenn er die Unterstützung nicht hat. Eine echte Regierung, also nach der vorletzten Wahl gab es ja auch lange eine unechte Regierung. Also ihr wisst ja, Merkel damals beim letzten Mal, ja, die SPD gesagt hat, nee, große Koalition machen wir nicht. Da hat sich ja damals der Schulz quasi in ein Eigentor geschossen. Er war dann auch weg vom Fenster, weil er kategorisch abgelehnt hat, in eine große Koalition zu gehen. Und die Verhandlungen mit Grün und FDP und CDU damals ja schiefgegangen sind aufgrund der FDP. Und ja, okay. Hatten wir auch relativ viele Monate keine echte Regierung. Sogar der Bundespräsident hat dann eingegriffen. Oh Wunder. Er wollte natürlich seine SPD, aber so ganz so neutral ist er dann doch nicht gewesen, Herr Steinmeier. Dann doch wieder in der Regierungsverantwortung wissen und hat es dann auch mehr oder weniger geschafft. Ja. Okay. Ah ja, vier rechte Parteien, darunter die extrem rechte Partei für die Freiheit. Also finde ich auch interessant, Partei für die Freiheit ist extrem rechte. Nicht rechtsextrem, sondern extrem rechte. Diese Umformulierung finde ich auch spannend. Ja. Aber das können die Jungs und Mädels von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung natürlich. Das haben die gelernt, wie man mit Worten umgeht. Und wir Bürger sind meistens da ein bisschen auch hinten anstehend. So, mein bester Freund haben wir hier, Haldenwang, Nachfolger von Maaßen. Georg Maaßen, wisst ihr ja, ist geschasst worden. Ja, der Verfassungsschutzpräsident und wurde ersetzt von Thomas Haldenwang. Mal gucken, was da steht. Also, was ihr da hinten hört, ist meine Kaffeemaschine. Also, Regierung verweigert Auskunft über Potsdamer Treffen. Interessen der Bundesrepublik in Gefahr. Das ist sehr spannend. Ja, ich will hier nichts aktivieren. Hat der Verfassungsschutz das rechte Geheimtreffen observiert? Fragezeichen. Gibt es einen Maulwurf in der AfD? Fragezeichen. Ein Schreiben aus der Faeser-Ministerium wirft Fragen auf. Und dann sieht man hier ein Foto. Ich finde es sehr unsympathisch, obwohl das wahrscheinlich so gar nicht gemeint war von der Berliner Zeitung. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich den Menschen sehr unsympathisch finde. Haldenwang. Thomas, wenn man es googelt, da steht recht wenig über den guten Mann. Also, der hat eine Karriere hingelegt wie keiner einer. Also von 0 auf 100, ja. Wenn ihr Georg Maaßen schaut unter Google, googelt halt, dann werdet ihr sehr viele Informationen finden, was er alles gemacht hat, welche Bereiche er belegt hat. Sein ganzer Werdegang quasi ist schon ja, ein ziemlich großer Abschnitt, ja. Mehrere hundert Sätze, würde ich mal so sagen. Bei Haldenwang stehen vielleicht 20 Sätze. Ja? Also sehr interessant, dahingehend, dass er eigentlich nicht viel Berufserfahrung hat und eigentlich könnte man vermuten, auf einen Posten gehoben worden ist, den er sich nicht erarbeitet, erkämpft hat, sondern den er aufgrund seiner Haltung möglicherweise, man muss da vorsichtig sein, möglicherweise sage ich, errungen hat. Ja, so, und dann gehe ich mal noch ein bisschen runter vorlesen. Seit 3 Jahren führt das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als einen extremistischen Verdachtsfall. Habt ihr auch schon mitbekommen, da wird jetzt drüber verhandelt, ob man das hochstuft. Das berechtigt die Behörde, die rechte Partei unter bestimmten Auflagen zu überwachen, um V-Leute einzuschleusen, um Erkenntnisse zu sammeln. Das erschütterte ein Bericht des Recherche, dann erschütterte ein Bericht, Entschuldigung, des Recherche-Netzwerks Korrektiv die Republik. Dazu jetzt viel zu sagen möchte ich nicht, da ist schon viel dazu gesagt worden. Es ist immer sehr bedenklich, wenn der Staat V-Leute irgendwo einschleust. Man weiß nie genau, wie weit diese V-Leute gehen, ob sie möglicherweise zum Beispiel Straftaten begehen, die man dann halt einem unliebsamen politischen Konkurrenten anhängen kann, um ihn damit möglicherweise sogar verbieten zu können. Ja?
Das ist gar nicht so weit hergeholt, wurde auch schon immer mal wieder in anderen Ländern gemacht. Bei uns würde ich auch sagen, dass zumindest mal der Versuch unternommen worden ist. Ich glaube, bei den Republikanern damals, falls ihr euch erinnert, war sowas gewesen. Aber ohne da jetzt nachschlagen zu müssen und so, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat, wenn er die Möglichkeit hat, oder eine Regierung, wenn er die Möglichkeit hat, einen unliebsamen politischen Konkurrenten loszuwerden, die ist einfach da. Ja, und ich sehe heute in Deutschland die Gefahr umso größer, umso mehr halt sogenannte Krisen. Corona war eine große weltweite Krise, aber auch der Krieg ist eine zumindest mal eine europäische Krise, ja. Dass man dann überstülpen kann, um zu sagen, okay, es wird gerechtfertigt sein, halt zum Beispiel die AfD abzusägen, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, man unterstellt ja der AfD halt Putin-Nähe und wer tut man da wagend nicht, übrigens natürlich auch. Also alle die für Frieden plädieren und für deutsche Interessen sich stark machen, die tut man versuchen zu diskreditieren, ja, indem man sagt, das ist ein Putin-Versteher. Okay, gut. Wie gesagt, auch der Artikel stelle ich euch rein. Könnt ihr nachlesen. Um vielleicht noch mal kurz zu sagen, also die Sachen habe ich vorher nicht aufgearbeitet. Deshalb verspreche ich mich auch manchmal oder die Zunge ist auch noch nicht ganz so locker. Ich bin kein gelernter Sprecher. Ich tue auch nicht vorher recherchieren oder es sind so spontane Gedanken, die ich dabei dann euch mitteile und sollen auch nur Anregungen oder ja, Erregung vielleicht auch sein. Ihr könnt mir gerne eure Meinung auch schreiben, in Kommentarleiste, wie gesagt, solange es nicht beleidigend ist, akzeptiere ich auch andere Meinungen wie meine, natürlich, klar. Okay. Zeit online haben wir unseren verehrten, besten Kanzler aller Zeiten, die Legende vom Friedenskanzler. Oh ja, jetzt ist es schon eine Legende. Ja. Olaf Scholz liefert Taurus nicht an die Ukraine, weil er die Russenversteher in der SPD fürchte. So der Vorwurf. Doch es könnte gute Gründe für seine Haltung geben. Ja, das finde ich jetzt jedenfalls mal auch. Mich stört hier vor allen Dingen wieder dieser Begriff Russenversteher. Also das ist in mehrerlei Hinsicht übel. Man muss den gerade in einem solchen Konflikt, man muss den anderen zumindest mal versuchen zu verstehen. Man muss ja mit seiner Meinung teilen, aber man muss versuchen, es gibt da so einen Spruch, glaube ich, einen amerikanischen Spruch, du kannst einen Mann erst beurteilen, wenn du mal einige Meilen in seinen Stiefeln gelaufen bist. Ja? Das wird bei uns momentan kategorisch ausgeschlossen. Und hier steht ja ein bisschen mehr auf dem Spiel, wie nur 1,5 Grad Klimaziel für 2000 irgendwas, ja, was ja eine relativ willkürliche Zahl war, wo Wissenschaftler mittlerweile gewisse Klimaziele jetzt auch schon sagen, nee, das ist nicht erreichbar, muss auch nicht sein, die Welt geht dann auch nicht unter, okay. Aber zurück zum Begriff Russenversteher, also Worte können hier auch schärfer wieder Schwert sein und das muss man der Zeit dann auch unterstellen mit dieser Wortwahl. Sind sie wirklich im Lager auch derjenigen, die den Krieg halt weiter eskalieren lassen? Ja. Auch dieser Artikel unten verlinkt. So, das kommt gleich zum Schluss. Der Spiegel noch. Hab heute wieder mehr geredet, wie ich eigentlich wollte. Ja. Wagenknecht-Partei vom Datenleck betroffen. Also Wagenknecht, ähnlich wie die AfD, sind natürlich Feind des Landes, obwohl sie sich für das Land oder für den Frieden einsetzen. Aber ihr wisst ja, wer gegen Waffenlieferungen ist, hat auch die evangelische Kirche mehr oder weniger schon gesagt, ist ein böser Mensch. Ja, also Waffen schaffen Frieden oder Ähnliches wurde ja gesagt. Ja, wahrscheinlich Jesus hätte Waffen geliefert. Ja, hat nur noch gefehlt. Ja, Gott liebt Waffen. Ja. Also die evangelische Kirche übrigens ist massiv dabei, ich schweife jetzt ab, ich weiß, massiv dabei, wenn es darum geht, halt zu hetzen. Meine Meinung, also spätestens seit Corona konnte man das sehen, wie sie sich in den Dienst einer Regierung und einer, ja, wie auch immer, gearteten Agenda gestellt haben.
Ja, fand ich wirklich gut, ja, wirklich gut. Okay, ich lese mal noch kurz vor. Es geht um Infos von rund 35.000 Unterstützern und Interessenten. Unbefugte konnten wohl auf Daten des Bündnis Sahra Wagenknecht nicht zugreifen. Neben Namen sind auch exakte Zahlungen erfasst. Die Partei ergreift erste Maßnahmen. Okay, finde ich jetzt im Moment nicht ganz so spannend. Ja, solche Lecks haben alle Parteien mehr oder weniger immer mal wieder. Ja, ihr wisst ja jetzt die Abhöraffäre oder beziehungsweise die Taurus-Affäre. Ja, Abhöraffäre vielleicht auch. Ja, meine Güte. Ja, das ist jetzt, es kommt immer darauf an, was damit ausgelöst werden kann. Was mir hier halt auffällt, ist, wie man die Wagenknechts sehr unschön auch mit einem schlechten Foto darstellt. Also das Foto ist halt. Ihr kennt ja den Begriff, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte, und das zeigt sie auch die Beleuchtung von unten schräg hoch, auch wieder dämonisiert und dann aber klein gehalten. Und dann vielleicht auch, es passiert nichts aus Zufall. Also braucht keiner denken, dass so ein Bild einfach nur mal so reingestellt wird, schon gar nicht beim Spiegel, ja. Das sind Spezialisten, die wissen, wie man auch Bilder einsetzt, nicht nur Worte, ja. Das wollte ich eigentlich nur dazu gesagt haben. Mal gucken, ob noch was anderes dasteht, was ich sofort späten Folgen der Corona-Pandemie für Jugendliche. Ja, okay, ja, da gab es viele Folgen. Ja, aber nicht, weil sie sich nicht impfen ließen, sondern auch nicht wahrscheinlich, weil sie Corona bekamen, weil man weiß, dass die Jugendlichen, die jungen Menschen eigentlich damit sehr gut umgehen konnten. Es kam ja dann, ihr wisst ja, die mehr. Ich nenne es jetzt mal so mehr, das war ein designtes Argument, ja, Long-Covid. Also Langzeitfolgen gibt es bei jeder Erkrankung, bei wirklich jeder Viruserkrankung zumindest mal, aber bei bakteriellen weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch. Der Körper merkt sich ja alles, ja, und nicht jeder Körper funktioniert gleich. Und natürlich können Spätfolgen auch, wenn man Influenza hatte, ja, kenne ich auch Fälle, die dann Herzschaden davon getragen haben, ja, das kann passieren, ja. Aber es ist halt die Frage, in welchem Verhältnis das passiert, ja. Und bei der Corona-Geschichte weiß der eine oder andere ja, ist einiges sehr unschön gelaufen. Erst Solidarität wurde eingefordert und dann, wenn die Opfer der angeblich wirkungsnebenfreien Impfung halt dann ja in die Tausenden ging, hat man sie dann ganz unsolidarisch auch hängen lassen und wollte auch da gar nicht weiter nachforschen, wie das denn sein kann. Und es gibt böse Zungen, behaupten, also die Impfung hat mehr Schaden wie Nutzen angerichtet. Ja. Schwieriges Thema, gebe ich zu. Ich habe auch keine große Ahnung davon. Ich weiß nur, misstraue immer der Macht und hinterfrage alles. Ja, gibt ein Buch von Jürgen Albrecht von den Nachdenkseiten, die ich mal empfehlen kann, das entsprechend auch betitelt ist. Glaube wenig, hinterfrage alles, heißt das Buch, glaube ich, kann ich nur empfehlen. Wenn man das tut, ist man immer gut beraten damit, ja. Okay. Last but not least habe ich noch die Zürcher, Neue Zürcher Zeitung. Mal gucken, was wir da noch so haben. Ja. Kevin Kühnert. Ja. Der einmal hart gearbeitete SPD-Jungster. Er hat, glaube ich, mal in einem Callcenter gearbeitet. Ansonsten Parteisoldat, ja. Ah ja, das Fasten zu Ramadan sollte nicht aus vermeintlicher Toleranz verharmlost werden. Es ist ein Zwang. Aha. Heute streiten moderate und radikale Muslime, ich wusste gar nicht, dass es radikale Muslime bei uns oder in der Schweiz gibt, über die Bedeutung des Ramadan. Dabei weiß kaum einer von ihnen, wie sich der Fastenmonat zu einer militärischen Übung zum Volksfest entwickelt hat. Das finde ich jetzt wirklich spannend. Die Herleitung ist mir jetzt auch neu. Wie gesagt, ich verlinke alles. Ich gehe jetzt noch mal kurz runterscrollen.
Für gläubige Muslime hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Viele Muslime fasten, ohne die Geschichte, den Sinn und Zweck dieses Rituals zu verstehen. Dabei hat sich der Ramadan im Laufe der Jahrhunderte von einer militärischen Übung zu einem Volksfest entwickelt. Heute streiten moderate und radikale Muslime über die Bedeutung des Fastenmonats auch in Europa. Okay, gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt viel zu sagen. Ich bin auch kein Ramadan- oder Islamexperte. Ich bin eigentlich Grafikdesigner und Künstler, da kenne ich mich besser aus. Aber ich habe eine Meinung dazu und ich habe auch zum Ramadan eine Meinung. Es ist okay, wenn die Jungs und Mädels des Islam halt das so handhaben, wie sie es halt handhaben. Man sollte es aber eigentlich, weil es eine Privatsache ist, auch nicht ganz so hochhängen.